Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Marsch. Ich versuche jetzt mit dem Traktor den LKW ein bisschen zu schubsen, dass der hier Reifenkontakt kriegt zum Boden. Die Tulle wird gleich ausgenutzt, um die Aufnahme was zu eine Aufnahme zu machen, ne? Aber das war keine Absicht, das ist halt in der vorigen Folge passiert. Nun haben wir das ein bisschen gelöst, in Anführungszeichen. Hoffe nur, das reicht, ne? Also, wenn wir flach nach die Füße holen. Ich meine, gut, nicht lange rum, Schatz, wir werden ihn einfach zurücksetzen. Und zwar zum Händler. Mache ich davor, weil da ist ja nichts drin, ne? Also wir können jetzt zurücksetzen. Und schon ist das mal wieder erledigt. Dann fahren wir zurück und werden wir gleich den LKW nehmen und uns den Anhänger für Paletten halt, ne? So, mal gucken, ob wie Holz jetzt hier ist. Wenn man doch interessiert, ne? Locker 300.000, das ist gut. Dann werden wir gleich diese Maximum erzeugen. So. Die sind dann leer. Sparen Palette. Maximum. Zeugen. OBS. Maximum. Zeugen. Erzeugen ist gut, ne? So. Dann liegen da ein paar. Und hier. Ja, das sind Bretter. Aber das ist ja egal, ne? Hauptsache wir haben hier die nötige Liederzahl. Füllstand. So sehen sie ja optisch ein bisschen kurz aus, aber gut, ne? Das Sägewerk oder was hier der Händler schon. Baumarkt ist es egal, die zahlen den vollen Preis, ne? So kriegen wir auch mehr rauf auf dem Anlage. Auf die Ladefläche vom LKW. Auch ein Vorteil. Ab durch die Mitte. So. Schön Gülle voll, ne? Und Gärrest und Mist. Freut mir. Das sind 160.000, die man da verdienen können. Den wir gleich wieder zurückstellen. Wohin gehört, ne? Wir müssen noch die Stumpen fräsen hier am Hof, das ist ganz wichtig. So. Jetzt laufen wir ganz kurz im Händler und holen uns den Anhänger. Und LKW. Sprinten heute, richtig flott heute, ne? Voller Energie, voller Elan. Mal Luft holen, ne? Ja. Hätte ich auch gleich machen können, ne? Aber gut, ich gebe zu. Das Foto musste immer machen, ne? Beziehungsweise so anfangen, dann mache ich hinterher das Foto. Ja, da gibt es die beiden Holzstämme nicht runter wollen. Das lag ja daran, dass ich mich ins Wasser gefahren, ne? Nicht wegen dem Foto, ne? Das hat sich nur so ergeben, das so mitzunehmen. So, ob was bringt, werden wir sehen, ne? Also die Marsch kommt ja erst ab Montag immer frisch und die Thüringen-Karte immer ab Samstag.
Bei 7DSD, da habe ich noch keinen festen Termin. Da lade ich eigentlich spontan hoch und mache aktuell 7 Folgen. Weil ich auch nicht mehr schaffe, muss man dazu sagen. Ne? Also es ist nicht mehr möglich zur Zeit. Es kann sein, dass ich morgen 12 Folgen schaffe oder so oder 14, das ist durchaus möglich. Aber in der Woche darauf ist es halt so, dass ich das nicht schaffe. Natürlich wäre ich ganz anders motiviert, wenn ich jetzt 7, 8, 10 Zuschauer hätte, die da jetzt reinklicken würden, dann wäre ich sofort motiviert, da nochmal richtig, richtig Gas zu geben. Aber zurzeit ist es, glaube bei 1 oder 2, wenn überhaupt, da ist es, ja, es hält sich da meine Motivation in Grenzen. Ne? Ich weiß ja nicht genau, wo das liegt, ne? Also ob die Folgen nicht gesehen werden oder so. Das liegt ja nicht an euch. Das liegt daran, dass es einfach nicht. Zwei kriegt noch rauf, aber ich müsste noch 6 haben. Da vorne mit, ne? Und dann mache ich nochmal aus dem Laden. So oder so. Brauche 6. Ich glaube, jetzt folgt noch 4. Muss ja in der Nähe kommen, das wäre das Blöde. So, ein noch. Das wird eine bunte Mischung. Mit viel, hoffentlich mal viel Moos, ne? Wir fahren jetzt zum, ja, Baumarkt. Links, rechts, ich glaube rechts. Hier muss man eine Straße bauen. Und eine Folge machen mit Mal und Zeichnen. Bodenmäßig brauchen wir nicht viel ändern, da ja hier alles ziemlich gut, also eine Ebene ist, mehr oder weniger, da ist ein bisschen tragisch. Was ist hier für eine Halle? Ah, die ist zu. Zwei Hallen. Da könnte man gut verstehen, ne? Produktion oder sowas, ne? Lagerverwaltung, eine Transportfirma, weiß ich, die mir die Arbeit abnimmt. Ja, ja, gut. Dann kann ich alles haben. Aber da wir ja der LS vielleicht 22 oder 21 später kommt, man weiß es nicht genau, also Termin gibt es keinen. Es gibt auch keinen. Ja, das Ziel ist, eine kommt ja nun, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile, und das kommt ja am 10. März, glaube ich. Und das ist cool, wie das, wie die Bänder weggehen, ne? Und weg sind die Bretter. Und da vorne auch. Bup, bup. Das machte jetzt 111.000. So wenig. Ja. Aber gut, jetzt haben wir schon 460. Ne? Jetzt kommen wir schon ein bisschen näher an die Sache. Ne? Wie gesagt, rund 800.000 müssen wir haben. So, Bretter. Brauerei haben wir jetzt. Ne? Brauerei. Oh, Unfall. Die Brauerei muss da hinten irgendwo sein. Hier sollte der Schlachthof her. Also ich glaube, passt dahin sogar. Ja, das war da gewesen. Ja, jetzt haben wir eine so Notbitterfläche gekauft. Ah, da müssen wir auch noch kaufen. Ah, okay. Macht nichts. Ja, die Brauerei ist da nicht. Das ist doch wieder verkehrt gefahren. Ne? Dann fahren wir halt mal die oben lang, ne? Am Sägewerk, ne? Am Sägewerk, wo man Holz, wo Bretter die Balken verkaufen könnte. Macht aber nichts. Ja, wir haben späten Winter immer noch. Ne? Auf 1 fahren wir zurzeit. Dadurch können wir viel schaffen und fahren und tun. Läuft die Silage.
Ups, läuft. Ist ganz wichtig, dass sie immer fleißig abkippt. Ob es auch wirklich, ich hatte es ja immer plötzlich Hexen gekriegt hat. Ja, wenn ist auch egal. Muss halt den Rest nehmen für Futterwisch. Ballenmark LKW, böse kaputt. Ja, mal sehen, ob wir Bier kriegen, ne? Können wir gleich die Malz reinstellen, ne? Aber die können wir auch zur Not verkaufen. Zur Not. Wie gesagt, zur Not. So. Leider fehlt uns ja im Prinzip komplett die. Ja. Hopfen. Wie gesagt, Hopfen ist alle. Weizen mehr noch ein bisschen. Malz hätten auch noch ein bisschen. Ja. Leerball hätten auch. So, gut, hier geht's raus. Hier geht's im Menü. Bierfass. Ja, das wird nicht so viel, wie ich dachte. Ja, weil wir auch Malz. Das wären nur zwei Ladungen im Prinzip. Jetzt habe ich festgelaufen hier. Das wären nur zwei. Und dann kriegen wir höchstens noch mal vier Paletten, glaube ich. Ja, mal sehen, was wir kriegen, ne? Ist ja ein bisschen ungünstig, ne? Weil zur Not verkaufen wir Leerpaletten. Was soll's machen, ist also. Der Schlachthof, das muss sein, also. Ich muss die Schweine da wegbringen, Anführungszeichen. Denn. So, Bier, Fassbier. Fassbier. Oh, Fassbier. Wer will Fassbier haben? Bierfass. Edeka und Lidl. 2000. Ja, gut. Wenn wir nichts anderes kriegen, ne, an Geld. Hat er sich gespeichert. Ein Speicherleck, kann man sagen. So. Aber wir haben es ja gesehen, ne, bevor die runterfallen, ne. Dann kann man auch schnell. Also schnell, die fahren wir ganz gemütlich, da können wir keinen Unfall bauen, ne. Ich dachte, wir hier noch irgendwo an Leitplanke landen. Für euch ist das ungünstig. Ja, da ist ein Boot abgesoffen. Naja. Wo Regen gefallen, ne? Ja, erst dachte ich hier, aber hier ist ein Gebäude. Was das mal gewesen ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wird sich nicht rauskommen, irgendwas. Produktionsmäßig hat er gerade immer noch was im Petto. Lass uns überraschen. Aber alles kriegt gar nicht hin, das ist ja gar nicht machbar. Also muss ja auch Sinn machen, müssen ja auch Produktion beliefern können, ne? Also ein Schlachthof, ja, das werden wir machen. Wir werden noch ein bisschen Dings besorgen. Also noch ausbauen. Der Produktion, und zwar Schafe, versuche ich mal noch zu überlegen, und Fleischrinder, die sind ja auch noch eine Option, ne? Separat, ne? Wo ist denn der grüne Balken hier? Haben die angeklickt? Edeka doch.
hinter mir. Ja, wie gesagt, ich war auch nicht oft hier einkaufen, verkaufen, ne? Also. Mich so vieles hier neu. Muss ich mir nächstes Jahr überlegen, ne? Also, naja, wenn was Neues kommt, ja. Gibt ja viele Karten, ne? Aber die Option ist ja immer noch möglich, dass man hier auch nochmal was macht, ne? Ich meine, hier hast du halt viele Produktionen, ne? Das ist gut. Kurze Abkürzung hier. So, was haben wir? Ja. Hier, wenn wir die Folge beenden. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr möchtet, zur nächsten Folge wieder. Tschüss.